Kroegfans, wo sind wir heute? Wir sind heute in Voorthuizen. Voorthuizen, Brommerwinkel.nl. Also ein Mofa-Laden. Aber man sieht schon, klassisch. Und wir gehen rein. Komm mal mit. Oh. Oh. Und eigentlich sehen wir es gleich, ne? Hier schlagt ein Oldtimer-Herz. Puchmaxi, MS50, WS50. Ach, Jungs, ja, zeh mal, einfach klasse. Ja, wie gesagt, wir sind heute hier, Voorthuizen, Brommerwinkel, bei der Remco. Und der Remco, der macht schon seit 6 Jahren beruflich, Reparaturen und Restaurierungen von ja, Oldtimer-Mofas. Egal welche Marken, also das kann ein Sündab sein, das kann Puch sein, das kann, naja, eigentlich alle Marken natürlich, weil nur von Puch kann man, denke ich, nicht leben. Auf jeden Fall hier nicht in die Niederlande. Und ja, wir gehen mal rein, schauen mal. Wir riechen schon ein alter, Holzofen, also lecker. Gehen wir rein, Jungs. Kommt wie. Ah, schön, guten Mittag. Guten Mittag. Da sind wir bei Brommerwinkel. Jawohl. .nl. .nl, ja. Remco, welcome. Alles oké? Ja, sehr gut. Gerold, alles goed? Ja. Ja, gut. Ja. Super. 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 Hey. Und? Lekker. Lekker warm. Lekker warm. Ah, het is nog niet zo koud, aber hier in de Nederlanden. Aber, boah. Oh. Oder kann man. Pizzaofen? Ja. Für alles, ne? Und Bratwursten kunnen we hier machen, alles kunnen we hier machen. Ja, dat hören wir gerne. Bratwursten, Currywursten. Lekker, jongens. Ja, Remco. Ja. Brommerwinkel. Jawohl, ja. Seit 6 Jahren habe ich erzählt. Ja. Aus Hobby angefangen, ne? Ja. Ja. Und war das mit Hobby zu viel geworden? Also zu viel Arbeit? Ja, is te veel arbeid toen hoe zeg je dat, als bedrijf? Ja, als geschäft. Als geschäft, ja. Begonnen. Oké, okay, angefangen. Ja, ja, angefangen. Super. Ja. Nou ja, logisch, ja, was ik gelijk zie eigenlijk hier, außer deine Mofas die hier rumstehen, deze schrank. Schön, hè? Oh, nou, wat is denn das? Kannst du mal zeigen? Ja, natuurlijk. Boah, man. Ja, sorry jongens, ik liebe alles waar een motor drunter is, maar antiek, wieso een schrank? Wow, super schön. Wo hast du die her? Mofa-Händler, hast du ja, gesagt? Ja. Nee. Jawohl. Bij Mofa-Händler gekauft. 65 Jahre. Nee. Ja. Ja. 60 Jahre alt? Ja, ja. Ja, ik vind dat super. En daar hast du, nou ja, eigenlijk. Ja, das ist echt, ja, das ist doch absolute Klasse. Und natürlich für nicht so viel Geld, denke ich damals. 100 Euro? Nee, jawohl. 100 Euro ja. Für so ein Schrank. Muss man, wenn da heute, wie sagt man das, Antik, Kuriosa, Patina, was sagen die alle, dann ist so ein Schrank 1000 Euro, ne? Immer das Gleiche. Aber ja, ich sehe gleich, eigentlich, dann haben wir gleich mal etwas darüber zu erzählen. Puchmaxi, Puchmaxi. Vergaser, Puchmaxi, Puchmaxi, viel Puch also. Ja. Ja? Mhm. Wieso Puch? Ist das, sind hier in die Gegend viele Kunden mit Puch oder machst du für das ganze Land eigentlich ja, Mofas? Ja, ganze Land Mofas. Oké. Okay. Restaureren. Ja. Restauration? Ja. Revision von Motoren? Jawohl. Aber ja, ich sehe hier schlagt auch ein Puchherz. Ich sehe... daar een officiële vertreter, officiële dealer, lichtbak. Lichtbak? Schrijf maar in de commentaren, Leute, hilf mir mal. Ik weet niet, ik was zo etwas. Een lichtding. Er nog een. Ja, en daar nog deze ronde. Functioneert. Licht ja, aan. Die ook, hoor. Ja? Ja, ja. Oh, super. Die ook. Oké, okay, ja, NGK. Ja, ik liebe dat. Maar moet ook een beetje, wie sagt man das, in atmosfeer komen, ne? Jawel. Das ist wichtig. Ne? Das ist eine schöne Scheune, muss ich sagen. Mit ja, eigentlich alles, was man benötigt. Zum Revision sehe ich. Polieren ja. Da. Aber da kommen wir später noch drauf. Hier kommen wir später noch drauf. Aber dieser Schrank wird jetzt auch echt genutzt. Also, da sind Puchteile drin. Ja. Da. Und oh, dann sehe ich hier noch etwas, Jungs. Ja, das ist ein Original. Allemaal Original kleine hier sind Produkten. Original Puchteile. Ja, hier ein Kopf von Maxi N. Ne?
met decoventiel vindt man ja, nu nog zelden hier. Ne? In die kappen? Ja. Nou, niet zoveel. Nee. Daar moest man echt geluk hebben. Ik heb, geloof ik, einer irgendwo rumliegen in het museum. Aber, ja? Ja, ook nieuw, maar ja. Het is ook nieuw. Oh. Oude voorraad. Ja, dan moest man, ja. Oud lagerbestand. Ja. Ja, maar daar hast du viele teilen, ja. Ne? Aber wie machst du das, Remco? Wenn du die Möglichkeit hast und du bist zuletzt in, zum Beispiel, da haben wir schon ein bisschen drüber geredet, in Amsterdam gewesen. Ja. Und da warst du in so ein altes Gebäude, denke ich, oder altes Haus. Ja. Oder war das ein alter Mofa-Händler? Ja, klopt. Alte Mofa-Händler. Ja. Naja, und was macht der Remco dann? Wenn das Geld richtig ist natürlich, jawohl, weil das muss natürlich... Das ist auch belangrijk. Ja, man muss natürlich auskönnen. Hatte Remco zum Beispiel, ja, das war eine alte Mofa-Händler, der hatte seine Teile hier in ja, unsere eBay eingestellt, sag mal, Marktplatz. Marktplatz, ne? Und ja, da hatte Remco das gekauft und das war eine große Tendermaster Anhänger. Anhänger, ja. Voll mit Onderdelen. 4 Stunden warst du... Ja, warst du an der Arbeit. Ansladen. Ja. Ja, genau. Ja, und ja, das ist natürlich bei Remco wichtig, weil... Wir sehen hier gleich, nicht nur Puch, aber auch, ich bin hier zum Beispiel, das ist eine Berini, ein niederländisches Produkt. Berini, welches Typ war das? GT. Ah, GT. Berini GT. Berini GT. Na, die sind so selten und dann ist man natürlich ein bisschen abhängig. Man kann natürlich Teile restaurieren. Ne? Zum Beispiel Teile, die neu versinkt werden können. Das geht allemal. Chrom geht allemal. Aber... Wenn man zum Beispiel ein Kettenrad benötigt, ja, das ist typisch. Ich denke, ist das eine Leleunhaber oder ist das... Union. Union, also niederländisch. Niederländisch, ja. Wo hast du dann dieses Kettenrad her? Weil das ist neu. Das ist neu, ja. Die hatte ich noch in der Vorrat zitten. Genau. Oude Vorrat. Ja, okay. Aber also auch wieder alt Lagerbestand. Nou, daher braucht der Remco solche... Eigenlijk convoluten, zeg maar, of richtig Deutsch, geloof ik. Ja, en dan is het vielleicht zo een kettenraad erbij. Een kettenspanner, vielleicht erbij. Ja. Zo een pedaalarm, vielleicht erbij. En dat is natuurlijk wichtig, wenn man für Kunden alte Mofas restauriert. Weil die komen hier niet umsonst. Die wissen auch selber, dass Teile natürlich selten sind. Mhm. Ne? Die müssen auch suchen am Oldtimermarkt. Ja. Ich denke, du bist auch öfter am Oldtimermarkt zu finden, ne? Ja. Um Teile zu finden. Ja, Kootwijkerbroek. Ja, das war letzte Woche noch, ja? Ja, letzte Woche. Ja, das ist schön. Ich denke, das ist einer unserer ältesten Oldtimermärkte hier in den Niederlanden. Ne? Ja, wel een van de beste, ik weet niet hoe dat zeggen. Ja, einer der beste, alles gut ist Deutsch. Ich hilf der Remco so ab und zu ein bisschen mit Deutsch. Ne? Aber Deutsch ist nicht so gut. Ne, aber kein Problem. Ich weiß sicher, dass die Leute jetzt schon das interessant finden. Ja. Ohne Zweifel. Ja. Letzte Woche konnte ich selber nicht nach Kootwijkerbroek. Ich kam da früher öfter mit meinem Vater. Die haben da gute Hamburger. Die sind Brötchen Hamburger. Oh, sind da lecker. und Kootwijkerbroek, ich denke, die sind schon seit 30 Jahren da. Diese Oldtimermarkt. Ja, denk ich wel. Ne, seine alte Pferdemanege. Und da kann man noch richtig... seltene Teile auch finden. He, auch für meine NSU Quickly habe ich da fast immer alles da noch gefunden. Ja. Entweder Barneveld, ja. Gibt es nicht mehr leider, nee. Und Kootwijkerbroek. Ja. Ja. Und da findet man sehr seltene Teile. Muss man aber in diese Kiste... Ja, graven. Krattengraven, sagen wir. Also Kistengraber. Ja, genau. Okay, mal zurück zum Berini. Remco. Ja. Bouwjaren? Bouwjaar. 66. 66. Ja. Wie viele sind daarvan gebouwd, denkst du? 2 jaren zijn dit... Nur 2 jaren? 2 jaren gebouwd, dit model. Berini GT. Ja. Ja, ik heb, dat is al gezegd, we hebben bereits een tasse café gedronken. En ik heb dat model nog niet gezien, maar hier zijn 2. Ja. Ne? Also ja. Deze kunde had dat bij dir gebracht. Ja. En gleich een tweede gebracht... Nee, die tweede gekauft, want we hadden geen onderdelen. Ja, keine Teile zu finden. Ja, dus dat is de donor. Ja, also een Teilespender nennen wir das. Ja. Teilespender is het außen. Dat zeigen wir gleich noch, weil das ist ja auch, weil 1 hier in die Scheune, aber 2 hier.
Auf 10 Quadratmeter findet man nie mehr. Nein. Denke nicht, ne? Nein. Und das, naja, du hast Lackierarbeiten sind schon gemacht, also Felgen sind schon gemacht. Ja. Deine Frau speicht, ja, ja, habe ich gehört. Ja, sehr ja gut. Genau. Ja, ja. Und sehr gut, ja, eigentlich. Also, aber kannst du mal erzählen, was ich denke, das ist auch interessant für unsere Zuschauer. Das ist eigentlich so selten und ich denke nur an eine Berini zu finden. Ne? Thermomat. Ja. Ist es richtig, wenn ich sage, dass wenn es kalt oder heiß wird? Ja, heiß weer. Wenn es heiß wird, ja, dann ist hier eine Feder drin. Ja, die zit hier. Ja, am Kopf? Ja, am Kopf. Ja? Ja, dan gaat die. Dan geht die ein Klappen? Oben. Geht ja. Offen, das ist ja, mehr. Voor meer koeling. Ja, das ist. Sehr mooie techniek. Das ist echt briljant. Ja. Dan haben wir deine Geräte. Was ist für dich. Weil das nützt man nicht mehr jetzt, ne, denke ich. Oder wird das? Nö. Nö. Haben wir neue dafür, ne? Ja. Okay, ja. Na, cool, ich mach nochmal hier, weil das ist doch schön. Boah, ich hoffe, Kamera kann das sehen. Hier ist auch noch alles. Puchteile. Ah, noch ein Kopf, natürlich. Ne? Die sind hier normaal zu finden. Ne? Normaal, ja. Eurokit-Zylinder sehe ich hier noch. Eine alte Zylinder. Ja, du kannst eigentlich alles brauchen. Ich sehe hier nog lampenmasken. Boah, man, dat was echt veel. En ja, veel originalteilen. Ik zie, ah, ja, dat vind ik dan weer schön. In ja, mijn museum heb ik dat ook. Ja? Ja, Fast Aero. Ja, daar ben ik echt. Hier, 13 gulden 20. Ja. Wäre jetzt, denk ik, 40 euro. Maar ja, dat waren natuurlijk Nachbauteile. Maar ja, super. Wenn das ja, en wenn das nog in Originalverpackung ist. Ja, ook nog. Ach man. Dat is zeer schön. Ja, vind ik ook. Dat is. Dat is ook zo'n ding, schootjes. Ja, genau. Nee, man. Wie du kannst eigenlijk alles gebruiken. Weil. Ja. Zo'n Stoßdämpfer. Ja. Original. Kan man immer wieder herrichten. Kan man neu. Dat is. Is dat? Aluminium. Dat is Alu, ne? Ja. Kan man also polieren. Dat hier wird lackiert. Neue Bolzen. Unterlegscheiben. Und Mutter. Zijn die nou die oude telescopen, kun je die uit elkaar halen om te restaureren, om te renoveren, nieuwe veren? Moest hem al Henk aanroeven. Henk, ja? Henk de Kasten. Ja? Ik wijs eens dicht. Waren ook in onze video te zien. Okay. Dat is echt poeg en mis. Ik had zoveel van dat spul, jong. Ja, maar dat is, ik wijs niet op dat skit. Wijs ik ook niet. Maar bij Henk de Kasten okay. Wijst alles. We go to Henk. We go to Henk. dan hebben we hier. Ja, ik denk, we kunnen over alle geräten reden, maar dat is eigenlijk... Ja, oh, ich, die meisten Leute verstehen sich. ja, und hier noch ja, ein deutsches Produkt. DKW. Deutschen Kraftwerk. Deutsche Kraftwerke. Deluxe. Deluxe, ja. Deluxe. Ist von einem Freund von dir? Ja. 72 Jahre alt? Ja. Die geht's noch fahren. Ja. Ja. Raucht Zigarren, hast du ja. Erzählt? Grote Jungs. Big ja. Ones. Große, ja, große Jungs. und ist eine ältere Restauration? Ja. Aber es wird auch echt genutzt. Da wird ja. Echt damit gefahren. Ne? Ja, 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 ja. Das ist keine Show-Mofa. Nee. Nee. Das ist eine Fahr-Mofa. Precies. Ja. 2FB. Yamaha. 2FB. Yamaha. Ja, aus den 80er, ne? Ja. Also nicht aus den 70er, nee, aber aus den 80er. Ja. War in rot und blau zu kaufen damals noch. Rot-blau. Rot-blau. Und weiter nichts mehr dann. Nein, dann habe ich nichts mehr. Ja, klar. Und Felgen, Yamaha RD. RD. Zie ik. Ja, dat vind ik immer schön, jongens. Also, das, was we hier hebben, is een ganz originales. Ik denk, de tank is einmal lackiert. Ja. Aber weitgehend unrestauriert, ne? Er is ja, niks dran gemaakt. Ja, nee, niks ja, dat vind ik immer zo, zo supergeil. Also, ganz original, aber dan deze Goosefelgen drin. Von Yamaha RD. Also, ja, ik würde die nog rot lackieren. Ja. Eigenlijk, ja, en dan hier nogmaals zilver polieren. En dan fertig. Aber, ja, jene zijn eigen Geschmack. Ik vind het toll. Haben wir hier een Frisu? Daar reden we niet. Dat is zo een hässliches Ding. Ik heb nog nimmer zo etwas hässliches gezien. Also, dat is Französisch, ne? Hast du gesagt? Ja, Frans. Oh mein Gott, wat een Ding. Ne? Eigene Motor? Ja. Ja, Frisu-Motor. Oh man. En dat hier, das, oh, die Stoßdämpfer, die ja, sind schön. Dat is schön, hoor. Ja, die sind schön. Ja. Ja. Alu, ne? Ja, is Alu. Alu, ja. Oh, ja, dat is dan schön. Oké, okay. Nou, reden we niet weiter über Frisu. We vinden dat niet schön. Ja, en dan hier een Rider Macho. Niederländische Markt.
Noord-Nederlanden. Also, kickstartmotor? Ja. Ja, natuurlijk. Waar aan rijden macho waar immer een kickstartmotor. Dieses ramen, met die is het zanen drauf, is typisch rijden macho. Gabel is anders, holmen zijn anders. Stoorsdämpfer hinten zijn anders, zijn etwas länger. Also, ja, waar nu voor die Nederlandse markt. Diese hebben die in Feuerwehrfarben gemaakt. Van de brandweer van Hilversum. Is de... Ach, richtig, is van een Feuerwehrmann? Ja. Nee, echt? Ja, wel. Ah, super. Ja. Okay, ja, dan vind ik dat schön. En dan met hoepen. Ja, hoepen. Ja, ik vind dat schade, weil ik heb zelf twee. Die zijn vol original, een zwarte en een rode. Die waren damals in de 80er. Ja, war das echt der Superpuch, der man kaufen konnte. Ne? Man hatte natürlich die normale Maxis, Maxi Europa und na, nenn das aus, aber damals kam in 85, glaube ich, kam der Rider Macho mit Kickstarter Motor. Boah, da habe ich meine Honda MT verkauft, um so etwas zurückkaufen zu können. Serieus? Ja, 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 echt. Ja, ja, ja. Weil, ja, aber Versicherungsprämie war damals, das war das Problem hier in den Niederlanden, das ist noch eine kleine Story. Versicherungsprämie war hier in den Niederlanden immer 90 Gulden, also sag mal 85 D-Mark. Und in 86 haben die das hier geändert. Dann war Versicherungsgeld oder Versicherungsprämie wurde erhöht auf 170 Gulden, muss ich sagen. Aber Damenmofas, die waren noch immer 90. Also habe ich meine große Honda MT mit Gänger verkauft, eine Automatik zurückgekauft und dann habe ich wieder diese 90 Gulden Versicherungsprämie bezahlt. Also war billig, ne? Man ist 16, ne? Man hat ein, ja, ja, ein kleiner Job, ne? Ja. Und kein großes Geld. Das ist das Problem. Ja, Remco, was sehe ich hier noch? Ein paar, das sieht fast aus wie eine Ausstellung. Also, Puchmotoren, Anro, 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 altes Motor und wieder, natürlich. Dritte Kopf, die wir hier sehen, ne, Leute? Dritte, ne? Super selten. Und dann diese vier Motoren. Ja, da ist eine R-Motor dabei. Habe ich schon gesehen. Remco, kannst du vielleicht erzählen, wie viele Gänge die haben? Also wie viele Verschnellungen? Also das hier ist eine... Ich kenne die nicht nee, so gut. Nee, nee, das ist ein... Even kijken, verdenken. Dat is sowieso een driebak hand. Drie-gängen? Ja, twee-gängen. Zwei-gängen? En drie-gängen. En drie-gängen. En dat hier? Dat weet ik niet. Nee. En, Leute, zie maar. Ja, dat is hier. Hij is wel een beetje gebruikt. Oh, Gena. Ja, maar. Ja, vindt het man niet meer. Nee. Dat is schwer, hè? Schwer, ja. Wenn man dat montiert, fährt man 3 kilometer langzamer, denk ik. Also, met Puch-logo, Jet Silentium. Waar das? Aan welke Puch war das? Weißt du das? MV. Ja, aber das war speziell, ne? Die waren nicht Standard drauf. Nee, die waren nicht Standard, nee. Nee. Oder beim... VZ heeft ook. VZ, ja, VZ, genau. Ja. VZ, ja. Ja, super, das sieht eigentlich... Ja, und das ist... Ja, dat, ja. Schwierig. Ja. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich habe noch nooit einen gesehen, so eine. Ja, ich habe einen gehabt, aber der war auch schlecht. Ja? Ja, war auch schlecht. Sind alles schlecht. Diese Dinge, da war ganz verrostet. Und ja, was ja, dann wil het niet. Nee, nee geht nicht. Und dann sehe ich eigentlich hier noch etwas. Was zie je daar? Ja, ich sehe hier. Was zie je? Was ist denn das? Das ist von der 11.30. De Mova Club. Deine Mova Club. Ah, da bist du dabei gewesen, ne? Ja, ja, klopt. 11.30. Und 11.30 heißt auf Deutsch von immer mit der Ruhe Club. Das ja. War es eigentlich. Ja. Ne? Wenn man auf 11.30 fährt, dann fährt man langsam und ruhig und ganz locker. Also ja. Das ist super. Und dann haben wir, was auch noch schön ist hier, wir haben hier natürlich noch der Gerold. Gerold. Ja, und das ist eigentlich das Schönste, was man haben kann bei uns im Geschäft. Kommen sehr viele Jugendliche. Ja. Ne? Und wir sind eigentlich auch sehr, finden das schön und wir waren auch überrascht, dass du hier warst, weil 14 Jahre bist du? 15. Ah, oh, aufpassen, aufpassen. 15 Jahre. Ja. Also ja. Leute, für uns ist das eigentlich ein bisschen normal, aber ich denke, eine 15-Jährige in einem Mofa-Laden, der auch richtig hier... Jij sleutelt hier auch? Du schraubst hier auch? Ja. Und versteht er sich ein bisschen? Ja, ich weiß, ich verstehe ein bisschen Deutsch. Ja, ein bisschen, ne? Ein bisschen und, Deutsch, aber
macht hauptsächlich alle Marken oder nur Puch? Oder? Ja, das kein eigentlich alles. Ja, kein Problem. Ah, super, das ist schön. Also technisch unterlegt. Ja. Und das ist schön. Ne? Das wollte ich nochmal extra sagen, weil das sieht man nicht immer natürlich, wenn man ja, in ein Geschäft kommt und da ist so ein Jugendlicher von 15 Jahren, der ganz interessiert ist. Top, Gerald, echt super. Super gemacht. Dann muss ich nur noch eins zeigen, weil wir sind eigentlich angefangen mit dieser Berini. Ja. Und was ich eigentlich noch am schönsten finde, ich liebe nämlich Mofas, die so aus dem Streit kommen, ne? Wie sagt man das, die genutzt sind. Und da haben wir außen noch so eine Berini rumstehen. Ja. Ich denke, die müssen wir uns noch mal ansehen. Ja, dat kan. Komm mal mit, Leute. Da kann man auch ein bisschen sehen, wie das natürlich später, wenn das fertig ist, ja, wie das Endresultat ist natürlich. Ne? Nur eine andere, ich denke, das Baujahr ist anders. Ne? Das ja, ist eine 66er und ja, das ist ein 65er oder so. Ja. 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 Ich denke etwas, ja, man kann es eigentlich nicht sagen, ob das nou älter of neuer ist. Ne? Das ist eckiger. Aber ja, Jungs, wenn man das wieder sieht, das hier, hey, das Blech. Das ist Staal. Ja, verkromtes ja. Staal. Ja, eigentlich. Dat is het enige twee verschillen. Oh, dat hier jongens, oh, dat is messing. Kitter. Ja, dat is echt dus messing, denk ik. Ja, 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 ja. Jetzt wird das natürlich einfach staal und dann lackiert, aber ja, das ist noch echtes messing. Ja. Also Kupfer messing. Ja. Ne? Ja, auch wieder das System. Ist noch drauf, sehe ich. Ja, dus. Aber ist eine Teilespender, aber was macht der Kerl, wenn das fertiggesteld ist? Ja. Was macht der so ein Mann dann mit das hier? Ah, der wird wieder verkauft. Ja, oké, okay, da kann man, ja goed, wenn man so einen Tank sucht. Ja, ja, dan bist du wel blij. Und mit diesen Schutzblechen, ja, das ist natürlich alles unikat für dieses Modell. Super, Jungs. Ja. Dann hast du noch etwas, was du mir zeigen wolltest. Dann gehen wir wieder rein. Und das Original Puchteile, was war ja, ja, auch schon oh, wieder? Ja, das ist noch schön. Sind und das nochmal. Ja, noch ja, ja, ja. Das ist noch schön. Kijken, und das mal zu zeigen. Gehen wir wieder nach hin. Dann bin ich hier, ein klein Mannetje. Ich kann hem niet pakken, ich zit met mijn schouder. Gaan we nog in een kleine shooter ver. Oh, voorzichtig. Ja. Ja. Hebbes. Een hekje slinner, wil je die pakken, Ger? Dat is van een. Ja, er staat wel Puch Maxi. Plus Turbo. Oh, Puch Maxi Turbo. Ja, ja. Dat is. Ja, 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 ja. Dat zijn deze modellen van Porsche, hè? Die zijn van Porsche. Porsche? Ja, genau. Maar dat zijn deze. We hebben in de laatste video bij de Vordel. Haben wir, ja, das ist alles Puch Maxi Turbo. Ja, ist noch original. Ja, neu. Ja, ganz neu. Nee, die Carabatur. Problem ist, dass man diese Puch Turbo, ja, die findet man fast nicht mehr. Also, das sind diese rote und metallic rote. Ich schicke dir ein Bild. Und wir zeigen das Bild gleich hier im Video. Dann zeigen wir das. Ja, okay. Das ist Puch Maxi Turbo, ist eigentlich deutsch und die sind später, österreichisch und die sind später noch in Indien hergestellt. Eerlijk? India. India. Ja, ja, echt. Ja, also das ist, das hier ist eigentlich Supermaxi. Das hier. Das, ja? Das passt auch an eine Supermaxi. Aber oh, cool, man hat keine Aufhängung an die rechte Seite, ist natürlich an der linken Seite. Ja, also ja, das passt precies, nicht ja, genau, aber Krümmer passt. Ja, super. Schön zu sehen, dass es noch so neu hier ist. Ja, die Vergaser, die ook, Gerald. Ist auch bereits schon 30, 40 jaar oud. Glasen. Ja, das ist auch schon 30, 40 jaar oud. Findet man jetzt auch nicht mehr. Aber ja, eine Puch Turbo findet man auch nicht mehr. Nein, ja? Nee, echt niet. Nee, echt niet. Nee, die sind so super selten zu finden. Das ist eine echte Rarität. Ich soll even die Vergaser noch besuchen. Kannst du das auch sehen? Ja, bitte. Hier liggen auch allemaal V6. Und dann gehen wir gleich noch nach einer anderen Scheune, glaube ich. Ne? Gehen wir noch nach einer anderen. Opslag. Ja, dat is opslag. En wat kunnen we daar erwarten eigenlijk, Remco? Veel onderdelen. Ja, veel teilen. Ja, veel teilen. Veel alle ja, marken. Ja, dan geef ik, ach, lass dat einfach, deze vergaser. Ja, hier. Ah, ja, ja, dat is er. Jawel. Eine eckige Bing. Hier, neu. Ja, neu. Ja, en dat is voor onze Remco, sind dat natuurlijk teilen, ja, die zeer goed zu gebrauchen sind. Ja. Also, zum Beispiel eine neue vergaser voor een Zündapp. Neue für Berini. Ja. Ja, wenn man das findet, ja, ja, dann kann man natürlich wieder eine neu, wenn man eine Restauration macht, kann man das wieder echt neu machen bis ins letzte Detail. Ja. Und das ist so wichtig, das ist was der Remco, wie gesagt, beim Anfang im Video, solche Originalteile, ja, die sind natürlich immer wertvoll, speziell, wenn das nicht mehr nachgefertigt wird.
Deze zijn nog daar, maar zo een aanzuigstoetsen. Ja, vindt man niet meer. Ja. Also, dan moest man zelf aanvertigen. Maar ook weer bij Pushop hebben we dat einfach niet. Nee, hè? Nee, zo is het. Also, en dan is een Puch Maxi nog niet zo zelden, maar wenn man teilen voor DKW, Berini, nou ja, Yamaha geht auch. Frisju? Frisju. Vindt man niks meer. Glücklicherweise. Ja, also. Dan komt zo etwas hässliches, vielleicht erst in 3-2 jaren erst wieder. Auf die Straße, ne? Lass das einfach hier rumstehen, kein Problem. Ja, wollen wir mal zu die andere Seite gehen? Ja, ist gut. Und dann schließen wir ab, denke ich. Ne? Machen wir das. Okay, bis gleich. Tschüss. Hallo? Hört ihr mich? Seht ihr mich? Könnt ihr mich verstehen, Rammstein? ja, Leute, es ist zu dunkel hier. Das ist schade, aber... Hier is nog een ganzes regal, kan ik eigenlijk schon zeggen. Daar is nog een Zünderbergsteiger, nog een Maxi, een Thomas 4L, een Honda MTX. Daar is nog een beetje arbeid dran. Hier zijn kisten, ik nenne es, weil man kan es nicht sehen, denk ik. Rap, Union, Sparta, Batavus, Berini, Sparta, Yellow, Peugeot, Vespa, kabietlampen even. Thomas, DKW, Java, Yamaha, Honda und so weiter, Leute. Also, schade, dass wir hier nicht alles zeigen können. Hier noch eine Fast Aero Set habe ich selber auch noch. Ich weiß nicht, ob der Kamera das sehen kann. Das konnte man früher kaufen. Das ist so eine Komplett-Set mit allen Verkleidungen eigentlich. Also, ja, ja, toll. Aber wir gehen jetzt nach außen und dann haben wir hier noch etwas sehr Schönes. Und eine spanische X20. Die X20, ja. Ja, das. Man sieht die. In den Niederlanden sind die, glaube ich, nicht verkauft. In Deutschland schon. Da waren die alle silbergrau. Ja. Aber das hier ist schön, schöne Farbe. Das grün so, ne? Ja. Und ja, sorry Leute, aber wir haben fast keine Teile dafür. Nur Griffe, Armaturen ja. Haben wir. Von Magura originell. Motorteile haben wir natürlich. Ich denke auch noch, ja, diese Stoßdämpfer und Kettenritzel können wir finden, aber weiter ist alles Unikat. Lampe ist anders, Lenker ist niedriger, ja, sieh mal diese Schutzbleche, ist alles komplett anders. Aber sehr schön, das zu finden. Hast du die selber aus Spanien geholt? Nee, hier in Nederland. Nee? In Nederland gekauft? Oh ja, da ist auch ein Nederlands Kennzeichen drauf. Ja, mit einem 100 achterlever, ist wel jammer. Ja, aber man kann da nichts mehr finden. Das nee, ist alles, nee. Alles echt. Und das hier mit Puch so, ja, ja. Super. Sieht einfach auf und geil aus. Ne? Findet man nicht mehr. Nee. Und speziell hier in den Niederlanden sind die, glaube ich, echt nimmer verkauft. Nee. Ne? Das war Sparta und Batavus mit dieser kleinen Rede. Batavus ja. Go-Go. Go-Go. Sparta Funny, Happy Funny. Buddy, nou ja, ja, ja. Das alles. Klopt. Die waren hier, sind hier genoeg zu finden, aber eine Puch so mit, und dann in diese Farbe, mit das grüne Sattel. Ja. Absolute klasse. Dat is ook ja. Is gewoon handgemaakt. Ja, ja, ik denk het schon. Ja. Maar ja, was daar is, ne? Zoveel jaren oud, einfach super. Remco, ik bedank hem hier herzlich, ja. Dat we hier heute zijn durften. Ja, vielen Dank. Voorthuizen waar niet zo weit aanvaart. En wenn du nog etwas hast, was ja, zum Beispiel echt unikat is, dass du mir anrufst en sagst: Oh, Chris, jetzt musst du kommen, weil jetzt habe ich etwas gefunden. Oder vielleicht eine ganze, ich sag, Konvolut an Teilen, dass du sagst, komm mal, Mann, jetzt dann kommen wir wieder zurück. Sehr gut. Ja? Vielen Dank fürs Kommen. Gerold, du auch, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Remco, Chris, danke. Danke. Und wir sind tschüss. Nächste Mal wieder zurück. Also, sind da noch Fragen? Schreib die einfach in die Kommentare. Vergesse auch nicht auf die Klingel zu drücken, dann bekommst du eine automatische Notifikation, wenn eine neue Video online geht. Und dann sehen wir einander nächsten Sonntag. Ciao.